Hallo liebe Klemmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und nein, ich baue heute keinen Lego, auch wenn ich ein Lego Nidas T-Shirt anhabe. Das ist jetzt Zufall, dass es das geworden ist. Ich baue was von Morg und zwar habe ich von Morg das City Hotel. Ich schalte mal um, direkt hier. So sieht das aus, das habe ich gebraucht gekauft. Das hat der Käufer wohl irgendwo in Deutschland gekauft, vielleicht, wahrscheinlich. Und ich habe es mir gebraucht besorgen lassen. Ich habe nicht mal selber den Käufer angeschrieben. Dementsprechend ist es alles in einer großen Tüte drin. Das ist alles hier zerlegt. Und ich darf selber sortieren. Ich habe keine Bauabschnitte. Aber es sind 1400 Teile, glaube ich. Also nicht so schrecklich viel. Was steht es? Irgendwo steht es. 1464, genau. Die Morg 20115. Typische Morg-Anleitung, neu gebautes ist farbig. Der Rest ist ausgegraut. Theoretisch hätten wir drei Bauabschnitte. Wir haben irgendwie so einen Leuchtstein mit drin, mehrere anscheinend. Und ja. Von der Serie gibt es mehrere. Ich habe das hier, genau. Hier die 20115, aber es gibt noch die 113 und die 114. So, ich bin jetzt hier im Bauen. Ihr wisst, ich habe das Set gebraucht gekauft. Das Problem ist hier, ich soll es noch nicht hochheben, weil hier nicht so viel die Sachen zusammenhält. Und zwar hier. Hier gehören, die sind nicht festgenoppt hier. Hier gehören abwechselnd weiße und goldene Fliesen hinten rein. In das Regal. Also einmal zwei Fliesen. Die weißen habe ich jetzt gar nicht gefunden. Und die goldenen habe ich zwei gefunden, hier. Die scheinen dem Vorbesitzer abhanden gekommen zu sein. Auf jeden Fall sind sie jetzt hier nicht dabei. Von daher, vielleicht sind sie noch irgendwo anders. Ich hatte ein großes Paket gekauft gehabt bei dem Verkäufer. Vielleicht sind sie noch irgendwo anders untergekommen. Aber ich denke, für den Moment behandle ich es mal so, als wären sie nicht dabei. Ich stelle es jetzt einfach mal hier so, ohne die Fliesen hier rein. Ob das Regal jetzt voll ist oder nicht, ist eigentlich egal. Ah, jetzt hält es auch besser. Ich habe auch hier die 2x4 Plate hier, die braune, die habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Die habe ich aus meinem Bestand geholt. Ich bin, dadurch, dass natürlich alles durcheinander ist, mehr am Suchen als normal, ist ja logisch. Aber es geht vorwärts, es lässt sich wunderbar bauen. Bisher bin ich sehr zufrieden mit den Steinen. Vielleicht ist die Klemmkraft nicht immer hundertprozentig ideal, aber bisher ist es kein Problem. Das Fass liegt nur auf, aber das macht ja auch nichts. Genau, also bisher sehr schön. Sind jetzt erst 30 Bauschritte, also da geht noch einiges, aber bisher gefällt es mir ganz gut. So, nun, jetzt ist der erste Bauabschnitt fertig. Ich hatte noch mal ein, zwei Fehlteile, die ich ersetzt habe. Hier so ein weißes Gitter hat mir, glaube ich, gefehlt. Und ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist es wieder so, wie es sein soll. So sieht es von innen aus. Das Klavier, der Flügel, der ist sehr wackelig. Der ist nicht sehr stabil konstruiert. Könnte man sicher noch verstärken, aber ich lasse ihn einfach in Ruhe und dann hoffentlich wird da alles in Ordnung sein. Ja, das ist so das Hauptding.
Hier haben wir einen schönen Lautsprecher gebaut. Hier haben wir einen Druck. Sind überhaupt Drucke? Ich habe jetzt keinen Aufkleber gesehen. So sieht es von hinten aus und so sieht es von vorne aus. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Auch hier Druck und hier Druck. Genau. Noch eine Laterne vor, dass der Bordstein hier eine Stufe nach oben ist. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ist jetzt nicht unbedingt so üblich, aber mein Gott, man könnte es auch einfach eins tiefer setzen, wenn es einen stört. Und die Farbe weiß, na, auch nicht unbedingt üblich, aber das macht ja nichts. Genau, soweit sieht es ganz nett aus. Ich verstehe allerdings auch, warum die Fliesen gefehlt haben. Hier die goldenen und weißen, weil dieses Ding hier nicht direkt an der Wand steht, sondern da ist eine Lücke drin und da können die natürlich rausfliegen. Also ist ziemlich bescheuert gelöst, weil die sind nirgends befestigt. Die stehen da einfach nur drin. Von daher weiß ich nicht warum. Das sind wahrscheinlich die Speisekarten, die dann ausgegeben werden. Ich habe inzwischen mir noch aus meinem Vorrat hier welche zusammengesucht und die werde ich dann, wenn ich das Set wieder zusammen zerlege, dann werde ich die einfach dazugeben, dass das einfach komplett ist. Also bisher ist es jetzt komplett genau. Ich hatte hier bei diese Blätter hier auf den Pflanzen, da ist eine zu hell und eine zu dunkel, da haben auch zwei gefehlt. Genau, das ist das fehlt tatsächlich hier auch noch. Ich hoffe, dass es jetzt dann hier auch mit den Fehlteilen mal gut ist, weil ich habe keine Lust, hier ständig Sachen zu ersetzen. Und tatsächlich war das jetzt hier gar nicht so ein großes Schnäppchen gebraucht. Von daher, da ärgert es mich eigentlich dann noch mehr. Wenn das jetzt natürlich ein super Schnäppchen ist, dann macht es mir nichts, wenn da ein Fehlteil dabei ist. Aber wenn es natürlich da ein Fehlteil, dann summiert sich das und dann ärgert es mich. Naja, egal. Weiter geht's mit Bauabschnitt 2. Jetzt geht's in die Höhe. Tja, jetzt hatte ich gerade noch gesagt, ja, es fehlt gar nicht so viel. Es ist okay, aber es ärgert mich ein bisschen. Jetzt wird's richtig übel. Hier diese Fliesen mit Noppen auf der Rückseite, da bräuchte ich in den ersten drei Bauschritten vom zweiten Bauabschnitt, bräuchte ich nur 10 Stück davon. Ich habe eine. Und ich fürchte, vielleicht kommen da noch mehr dazu. Jetzt in der Anleitung sehe ich nicht. Also davon bräuchte ich 10. Ich habe eine. Das ist natürlich richtig, richtig Kacke. Was ich da jetzt machen werde, ich werde die einfach durch Fliesen ersetzen, Plates ersetzen. Dann habe ich zwar unten offen, aber das ist ja eigentlich, ich glaube für die Funktion ist es völlig egal, aber es ist halt ärgerlich, dass da tatsächlich so viel fehlt. Also jetzt bin ich gerade frustriert. Das ist mein erster Gebrauchtkauf, wo ich richtig frustriert bin. Das ist blöd. Aber was soll ich machen? Da muss ich Augen zu und durch und weiterbauen. So, kommen wir ein paar Schritte weiter, habe ich schon das nächste Problem. Und zwar, ich habe jetzt hier die zwei Gitter hingemacht, hier und hier. Und hier habe ich so Ferngläser mit einer Fliese drauf hingebaut. Ja, aber zuerst habe ich hier dieses Teil genommen, dieses Fernglas, und das ist eine Plate-Tiefe zu kurz. Ich weiß nicht, sieht man das? Das sind jeweils 4 größere und 4 kleinere. Das sind die kürzeren, die längeren, das sind die kürzeren. Was zum Teufel? Diese, oder? Ja, es ist so. Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Was da schon wieder
Was da schon wieder los ist für einen Scheiß. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was ausgetauscht worden ist oder hier einfach zwei verschiedene große Ferngläser drin sind. Ich meine, das ist ziemlich genau eine Plate-Tiefe flacher. Nee, stimmt auch nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach eher eine halbe Plate, die das flacher ist. Niedriger. Ich wollte es gerade sagen, dann kann man einfach eine Plate drauf machen und dann passt es wieder. Aber so passt es ja gar nicht. Dann muss ich mal gucken, dass ich die nicht vermische beim Einsatz, dass es halt am Ende nicht konstruktionsmäßig Probleme gibt. Mir ist aufgefallen, beim Klavier habe ich, glaube ich, tatsächlich schon zwei unterschiedliche Längen dieser Fernrohre verwendet als Standfüße und habe mich schon gewundert, warum das so blöd klemmt. Vielleicht liegt es auch schon allein daran, dass es nicht ganz so stabil war, das Klavier. Genau, also hier mal wieder ein Problem, ein nerviges. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas austauschen muss, ob ich da ob ich die am Klavier anders machen muss oder so. Ich muss mal schauen. Aber irgendwie kriege ich das Ding doch wohl zusammengebaut. Genauso hier unten habe ich halt jetzt Plates verwendet. Hier eine 1x6 und hier die 2x2, 2x6 natürlich, um das da unten zusammenzuhalten und das eine verbliebene Inverted Fliese, die ich da noch hatte. Ja, ganz, also. Puh. Ja, gerade hab ich nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Wenn es nur Probleme gibt, dann nervt es mich. Das erste Stockwerk ging eigentlich so ganz gut. Oh, ja, da so einzelne Teilchen mal austauschen und so, das ist schon okay, aber wenn jetzt wirklich hier unterschiedlich lange Teile, 10 fehlende oder 9 fehlende Teile von einer Sorte, so kann man doch nicht bauen. Das ist doch scheiße. So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich bin fertig. Mehr kann ich gerade nicht bauen. So sieht's aus. Und zwar, hier müsste eine 8x8 Plate her. Ist nicht dabei. Ich habe hier drei 10x10 Plates in falschen Farben, die in dem Set überhaupt nicht vorkommen. Dafür fehlt mir hier eine weiße 8x8. Und von diesen invertierten Fliesen, die ich jetzt inzwischen schon durch braune Plates ersetzt habe, weil mir die weißen ausgehen, da bin ich inzwischen bei, wenn ich weiter hinten noch in die Anleitung gucke, bei 21, die da insgesamt fehlen. 22 sind im Set verbaut, eine habe ich, 21 fehlen mir. Also irgendwie, das ganze Ding ist einfach nicht komplett. Ich legt das Ganze jetzt auf Eis, das Projekt, und gebe jetzt einfach auf. Ja, vielleicht baue ich es fertig, dann werde ich das auch noch hier zeigen. Vielleicht finde ich noch Ersatzteile, vielleicht, ich hatte von der Person mehr Sachen noch gekauft, aber die hatte ich eigentlich alle zuordnen können. Deswegen bin ich dann nicht sehr zuversichtlich, dass ich dann noch irgendwas finde. Aber ich habe halt alles nicht unbedingt alles exakt durchgeguckt. Von daher, da bin ich jetzt gerade am überlegen, was ich da mache. Ob es sich für mich lohnt, da die Ersatzteile zu bestellen oder nicht. Inzwischen ist es halt echt viel. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich alles schon entdeckt habe, was mir fehlt. Und dann wird es halt echt anstrengend.
Bisher konnte ich noch irgendwie ersetzen, aber jetzt bin ich wirklich am Rand. Und jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe keinen Spaß mehr. Weiß nicht, ob ich das Geld abschreibe, das ich dafür bezahlt habe. Oder ob ich jetzt noch. Ich weiß es nicht. Ob ich das einfach meinem Teilevorrat zufüge, die ganzen Teile, und sage, gut, das war halt ein Reinfall. Naja. Für den Moment war es das und damit war es das jetzt auch für das Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß dabei, mir langsam beim Verzweifeln zuzusehen. Aber so, wie gesagt, die Grundeinrichtung finde ich eigentlich so ganz nett. Das ist wieder so ein hinten offenes Modell. Das wäre jetzt hier noch so oben drauf gekommen. Irgendwie so halt. Es ist arg zusammengestückelt hier, die Fläche. Da frage ich mich, hätte man nicht da noch größere Plates verwenden können, sowieso, dass man da unten nicht so viel zusammenstückeln müsste. Fragen über Fragen, oder ob man auch für das Zusammenbauen einfach längere Plates nehmen könnte, statt diese invertierten Fliesen. Gäbe auch mehr Stabilität. Vielleicht ist es tatsächlich auch hier von dem Vorbesitzer gemacht worden, dass er das sowieso komplett anders aufgebaut hat und deswegen die Teile fehlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im Moment habe ich hier relativ schlechte Karten, das hier mir so zusammen zu puzzeln. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob wirklich alle Teile soweit irgendwie noch zusammenzufinden sind. Was hier zusätzlich dabei ist, was fehlt. Aber das mache ich, muss ich in Ruhe machen. Also, falls das Video doch weitergeht, wisst ihr, dass ich doch noch irgendwie eine Lösung gefunden habe. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Dann hoffentlich mit einem kompletten Set, wobei ich gerade tatsächlich mehr bei den gebrauchten Sets bin und da natürlich immer irgendwas passieren kann. Mal schauen. Ich wollte eigentlich als nächstes wieder ein gebrauchtes bauen. Naja. Better luck next time, würde ich da sagen. So, nach ein paar Umbaumaßnahmen habe ich jetzt beschlossen, ich werde es doch weiterbauen. Ich habe jetzt einfach die Bodenplatten hier durch andere ersetzt, habe unten mehr größere Plates einfach drunter gemacht, dass das besser zusammenhält. Ich bin der Meinung, dass der Vorbesitzer das auch schon so gemacht hatte und deswegen die Originalteile nicht mehr dabei waren. So richtig super stabil ist es hier nämlich sowieso nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch schon unzufrieden war mit der Stabilität des Originals und hat so umgebaut, dass es halt ja nicht mehr so wirklich viel mit dem Original zu tun hat, zumindest wie der Aufbau hier gemacht ist. Ich müsste jetzt ziemlich genau die Maße haben. Was heißt da ziemlich genau? Ich müsste jetzt genau die Maße haben hier von der Grundfläche, wie das Original-Set auch hat. Die Teile, die hier liegen, sind zum größten Teil übrig. Teilweise stammen sie auch von mir. Ich habe da jetzt ein bisschen gemischt. Aber zum Beispiel die zwei großen Plates hier, die gehören in das Set überhaupt nicht rein, genauso wie die graue, die waren aber dabei. Und genauso wie die da, die gehört auch nicht da rein. Ich weiß nicht, wie der Vorbesitzer das aufgebaut hatte, aber sicher nicht so, wie das Original das vorgesehen hat. Ich denke, ich kann jetzt mit dem, was ich jetzt hier habe, das Ding vollenden. Ich bin die Anleitung durchgegangen, habe die Teile wegsortiert, die jeden Bauschritt gebaut werden, und habe noch zwei, drei Fehlteile gefunden, die habe ich ersetzt, und jetzt sollte es eigentlich passen. Das ist meine Hoffnung und ich bringe das jetzt zu Ende, aber es ist natürlich klar, dass das jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Originalset zu tun hat. Zumindest hier vom Grundaufbau her. Ich weiß nicht, was sonst noch ausgetauscht wurde, welche Teile ausgetauscht wurden. Also alles hier ein bisschen mit
mit einem Körnchen Salz nehmen, mit a grain of salt. Also die Aussagen, die ich jetzt hier zu einem Set treffe, sind mit Vorsicht zu genießen. Das will ich dazu sagen. Genau, also ich baue jetzt endlich weiter. So, was lange währt, wird endlich gut? Fragezeichen. Also, ich habe jetzt hier mir das Ganze ein bisschen zusammengestückelt. Es sieht nicht so brillant aus mit der grauen Plate hier zwischendrin. Und hier habe ich eine 2x6 Plate mit so Löchern drin, weil ich da nichts anderes hatte. Aber es hält. Es hält soweit. Jetzt ist einigermaßen gut. Aber abnehmen möchte ich das Stockwerk nicht, weil richtig super stabil ist das alles nicht. Ja, das. Also, ich kann verstehen, warum der Vorbesitzer da ein bisschen rumgedoktert hat, weil auch die Konstruktion vorher war alles andere als stabil. Habe ich ja hier drüben gesehen. Das ist ja noch original. Also, das ist jetzt nicht so der Hammer. Und von daher finde ich es okay, dass er es gemacht hat. Es ist halt nervig, dass die Originalteile nicht dabei sind. Also, hier haben wir einen Fernseher und ein kleines Tischchen. Eine Pflanze, hier so eine kleine Bar. Hier, das ist wohl, das soll wohl hier so ein Grammophon sein oder sowas. Und hier drüben haben wir einen Liegestuhl, einen Sonnenschirm und was zum Trinken. Genau, und hier geht die Leiter nach oben aufs Dach, das ich jetzt baue. So, fertig ist es und von vorne sieht man es gar nicht, dass es so zusammengestückelt ist, dass es nicht so aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Ja, hier vorne sieht man eine graue Light Bluish Gray Plate, die so rausragt so ein bisschen. Das ist der Hinweis von vorne, dass da nicht alles so ist, wie es soll. Von hinten sieht man noch, hat die eine große Light Bluish Gray Plate, dann die Plate hier mit Löchern drin, hier drüben. Na, wo hier die da. Und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist okay geworden. Ich muss jetzt nur trotzdem die Sachen nachbestellen, weil ich möchte das Set irgendwie dann auch wieder verkaufen und ja, nur wenn ich dann zumindest die wichtigsten Teile wirklich auch drin habe, kann ich das auch guten Gewissens dann als gebrauchtes Set hier wieder verkaufen und vielleicht auch noch einen vernünftigen Preis kriegen, ohne dass ich zu sehr Abstriche machen muss. Was wir jetzt hier haben, ist trotzdem ein Set, das dadurch, dass es hinten offen ist, nicht so wahnsinnig stabil ist und die Stockwerke auch durch viele kleinere Plates zusammengestückelt sind. Und das ist echt eigentlich scheiße, ja. Also, ich habe ja doch was habe ich da gebaut? Diese Hütte, die Waldhütte, die auch hinten offen war. Aber die war nicht ganz so breit. Und da war das kein Problem. Aber das hier ist einfach breit und dadurch relativ instabil. Das gefällt mir jetzt so nicht. Ansonsten, ja, man kann drüber streiten. Hier vorne die Fensterrahmen, die sind im helleren Gelb als die umgebende Wand. Das ist eine seltsame Entscheidung, aber die ist nun mal so. Ansonsten sieht es eigentlich ganz nett aus. Also ich finde, das ist durchaus ein ganz hübsches Ding. Das Ding heißt City Hotel, es ist kein einziges Bett drin. Das würde ich mal anmerken wollen. Dafür haben wir eine Treppe, die im Nichts endet, die nach oben führt. Hier hinten, das ist auch was Lustiges.
Also die Treppe hört da auf. Da sieht man es. Die geht nicht ganz hoch bis ins obere Stockwerk. Naja. Also so ein paar komische Sachen hat es halt. Dann diese, habe ich ja schon gesagt, diese 1x2 Fliesen, die da unten in das Regal reingehören, die aber rausfallen können, weil das Regal nicht direkt an der Wand steht. Ziemlich bescheuert, also man kann das nicht so richtig bewegen, das Set. Also so ein paar Design-Schwächen hat's. Ja, naja, also, aber ich sag mal so, wenn man sich so in die Stadt stellen will, ist es okay, aber zum Spielen ist es zu instabil. Es ist nicht wirklich durchdacht, der Flügel ist nicht wirklich stabil. Das sind so ein paar Sachen, die einfach nicht so richtig gut funktionieren. Es ist halt nur ein halbes Gebäude, dadurch ist es jetzt auch für die Klemmbausteinstadt ein bisschen schwierig. Ja, wenn ich es jetzt an eine Wand stelle, ja, und sage, hier hinten ist die Wand und da stelle ich es hin und da reicht mir die halbe Tiefe oder ungefähr, wie tief ist es denn? Das sind 18 cm. Das reicht mir und dann habe ich da nicht so wahnsinnig voll. Dann ist es auch okay. Kann man so machen, oder? Aber der absolute Hammer ist es jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich hier noch... Die gehören da zwar nicht hin, aber ich finde das eigentlich ganz hübsch, wenn ich dann nochmal so... die gebogenen Fliesen da hinmachen. Egal. Ist mir gerade so eingefallen. Die lagen hier noch rum in meinem Stapel an übrig gebliebenen Teilen, die ich nicht so recht einordnen kann. Hier eine 2x4 Fliese in Schwarz. Gehört die vielleicht noch aufs Klavier drauf? Habe ich das vergessen? Muss ich gerade gucken, ob ich auf dem Klavier was vergessen habe. Klavier, Flügel. Da war ich vielleicht ein bisschen... Wo ist er denn, der Flügel? Ne, der ist noppig, da kommt nichts drauf. Das wollte ich noch gerade gucken. Ja, ich hab das bei der Treppe zu früh gemeckert. Da habe ich einfach noch ein bisschen was vergessen. Ich weiß nicht, ob es... Ja, dann dürfte es fast abschließend sein. Okay, also ich habe gerade gesehen, die Treppe, die schließt doch einigermaßen ab mit dem oberen Stockwerk. Okay, Asche auf mein Haupt, das ist mein Fehler. Vergesst, dass ich was gesagt habe. Ja, aber trotzdem. Das Ding kostet, glaube ich, 50 Euro oder so im freien Handel. Und ich weiß nicht, so richtig begeistert hat es mich jetzt nicht. Klar, das ist ein gebrauchtes Set bei mir funktioniert vieles nicht so, wie es soll, aber trotzdem, das Grundding stimmt ja schon und tatsächlich denke ich, dass das hier fast stabiler ist wie das Original und trotzdem ist es jetzt nicht perfekt. Also von mir gibt es da jetzt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Ich würde sagen, lasst lieber sein und kauft euch lieber was anderes. Ein schöneres Gebäude, ein größeres Gebäude mit mehr Teilen, wo auch mehr davon habt und wo auch stabiler ist. Ist jetzt meine Meinung. Aber ich will euch nichts vorschreiben. Trotzdem, ich bin jetzt froh, dass ich es zu Ende gebracht habe. Und ja, das Endergebnis sieht jetzt nicht schlecht aus, aber... der Weg dahin war sehr steinig. Genau. Also, ich habe es zu Ende gebracht. Doch, ich bin froh. Ich hoffe, ihr habt auch Erfolg mit euren Bauprojekten und ich wünsche euch viel Spaß. Achso, Beleuchtung, es sind 3 Leuchtsteine dabei. Es können eigentlich 7 rein. Glaube ich. Ne, 6. 6 gehören rein. Aber die mag ich sowieso nicht so. Von daher... Gucken. Also Batterie funktioniert noch. Die könnte man jetzt hier
hier in die Lampe einsetzen zum Beispiel. Das war... Ich wollte jetzt eigentlich meinen Schlusssatz sagen, aber... Ja, man, das ist schon lustig, wenn da so ein Licht drin ist. Muss ich schon sagen. Also, ja. Also, das gibt's auch noch. Also, im Originalset, wie gesagt, gibt's insgesamt 6 davon. Ich habe jetzt hier... Oh, ja. Ich kann es so nicht ausmachen, ja super. Ich habe jetzt hier nur 3. Aber da ich das sowieso ziemlich sofort wieder zerlegen werde, ist mir das auch alles echt egal. Genau. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV. Ciao.